Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute ist der 24.12., heute ist Weihnachten und eigentlich hatte ich vor, heute einen Weihnachtsvlog für euch zu drehen. Ich wollte euch mit durch meinen Tag nehmen und euch dann vor allem auch zeigen, was Rohköstler an Weihnachten essen. Das ist durchaus gesund, vielfältig und tierleidfrei sein kann. Dann war es aber so, heute Nacht gegen 2 Uhr sind hier zwei gute Freunde von mir eingetroffen, extra aus La Palma nach Deutschland geflogen, um hier mit mir und anderen Freunden Weihnachten zu feiern. Und da war ich natürlich bis 2 Uhr wach. Da haben wir noch 1-2 Stunden uns unterhalten, sind nicht zur Ruhe gekommen. Und da habe ich heute, glaube ich, nur 4, 4,5 Stunden geschlafen. Also falls ich heute müde, kaputt aussehe und Augenringe habe, dann liegt es auch einfach am Schlafmangel. Und ich beschreibe euch einfach mal kurz meine Morgenroutine. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein extra Video, wie ich meistens in den Tag starte. Zumindest habe ich mir das so in den letzten 1-2 Wochen angewöhnt. Also ich bin heute ein bisschen schwerer in die Gänge gekommen aufgrund des Schlafmangels. Und dann habe ich erstmal am offenen Fenster so eine Art Poweratmung durchgeführt. Die dient dazu, das innere Feuer zu entfachen und einfach der Kälte draußen zu trotzen. Dann habe ich noch ein paar Kräftigungs- und Dehnungsübungen gemacht und dann kalt geduscht. Das belebt Körper und Geist, das ist so kraftvoll. Also man benötigt erstmal ein bisschen Überwindung dazu, aber wenn man dann einmal drin ist, ist es einfach genial. Und dann ist es sogar manchmal so, während ich kalt dusche, muss ich mich dann über mich selber amüsieren, weil ich immer erstmal so eine Schockstarre verfalle und dann muss ich über mich selber lachen. Und es tut auch immer so gut, auch in kleinen Dingen über sich selbst zu lachen, einfach humorvoll mit sich selbst zu sein. Es ist jetzt gegen 16 Uhr, mittlerweile sind alle Freunde eingetroffen. Ich habe mich jetzt nochmal in die Küche zurückgezogen, um noch ein paar Salate zuzubereiten, beziehungsweise auch, um für euch dieses Video zu machen. Heute wird es auch eine vielfältige Rohkost geben, ihr werdet das dann auch hier in diesem Video sehen. Aber ich habe mich entschieden, heute nicht so zuzuschlagen, beziehungsweise bestimmte Lebensmittelkombinationen zu meiden. Ich habe diese Woche 4 Tage gefastet mit grünen Säften. Heute ist so der 3. Tag nach dem Fasten und da möchte ich einfach sehr langsam und behutsam vorgehen, um meinen Körper nicht zu überlasten. Ich habe jetzt nach dem Fasten mit Monomahlzeiten begonnen. Kakis, Gurken, Äpfel, sehr schlichte Mahlzeiten, schleimfrei und ich merke einfach, wie sehr das mein Körper schätzt, wenn ich ihm nur eine Frucht oder eine Gemüsefrucht zuführe, dass die Verdauung da langsam wieder in Gang kommt und dass es mir einfach körperlich, geistig und seelisch sehr gut geht. Genau, ich bereite jetzt gerade einen meiner Lieblingssalate vor, Scirocco und Carotti. Ich kann euch das mal zeigen. Ich zeige das euch dann nochmal, wenn es fertig ist, aus Mungbohnen mit Möhren und Zwiebeln. Da kommt dann noch eine Knoblauch-Kokos-Hanfsoße dazu. Dieses Gericht habe ich in Tansania kennengelernt. Das ist ein traditionelles Gericht von Tansania und ich habe da einfach die Rohkost-Variante daraus entwickelt. Und bei solchen Anlässen wie Weihnachten oder Potlucks oder irgendwelchen Zusammentreffen, dann bereite ich diesen Salat einfach so gern zu, weil der auch immer wieder sehr gut ankommt und einfach auch schnell gemacht ist. Für diesen Salat werde ich noch die Soße mixen, dann bereite ich noch einen Pastinaken-Couscous zu, auch ein sehr köstlicher Salat. Das Rezept gibt es auch schon hier auf meinem Kanal, das verlinke ich euch oben rechts. Ich habe gerade die Soße für Scirocco und Carotti gemixt. Eine wundervolle Soße, besteht aus geschälten Hanfsamen, Kokosmus, Curry, Kurkuma, Knoblauch, ein bisschen Zitrone ist dabei, Salz, Pfeffer, ein bisschen Dattel und Wasser und das kommt jetzt hier alles dazu. Das ist mein Aromadiffuse für meine ätherischen Öle, Apfelkerne nennt er sich und hat auch die Form eines Apfelkerns. Und das Besondere an diesem Diffuse ist, dass er meine hochwertigen Öle kalt und mikrofein vernebelt. Das heißt, wenn die Öle kalt vernebelt werden, verändert sich die chemische Struktur der Öle nicht. Und passend zu den weihnachtlichen Festtagen bzw. auch zur Jahreszeit habe ich jetzt hier eines meiner Lieblingsöle von Young Living, das nennt sich Thieves. Da sind enthalten Zimt, Nelke, Rosmarin, Zitronen und Eukalyptus. Und ihr seht hier auch, wie dieser kalte Rauch hier vernebelt wird. Und ihr seht auch, dass dieser Diffuser die Farben wechselt. Es gibt 7 Farben. Kann man auch ausschalten, sodass die Farben nicht leuchten. Oder man kann auch nur eine Farbe anschalten, dass es nur grün oder nur rot oder nur blau leuchtet. Und was ich noch gerne bis jetzt darin vernebelt habe, sind diese Öle, also Orange, Zedernholz, Lavendel, Zitrone ist auch sehr angenehm und das kleine grüne links ist Peace and Calming, das ist vor allem sehr gut für Kinder geeignet, gerade am Abend, wenn sie nicht so zur Ruhe kommen, dann entspannen sie sich schneller und schlafen besser ein.
Den Link zu diesem Diffuser findet ihr unten in der Infobox. Wie versprochen, wollte ich euch heute unser rohköstliches Weihnachtsbuffet zeigen. So sieht es also aus. Wir knabbern nicht nur Möhren und Äpfel und Salat, sehr vielfältig, alles mit Liebe zubereitet. Das hier sind rote Bete-Chips, 60 Stunden getrocknet, aber mit ganz viel Liebe zubereitet. Schmeckt auch fantastisch, habe ich schon probiert. Das sind Leinsamen-Cracker, verschiedene Sorten, Curry, Lauch, Paprika. Das sind ganz, ganz tolle rohvegane Lebkuchen, schmecken wie ganz normale Lebkuchen. Besser. Schmecken besser. Okay. Das ist ein Salat mit Gurke, Zucchini, Apfel, Lauch, Avocado, Kalanamak und Cayennepfeffer. Und das ist ein wunderbarer Weißkrautsalat, Joachims Potluck-Weißkohlsalat. Was ist da nochmal drin? Weißkohl, Apfel, Zwiebel. Zwiebel, genau. Sauerkraut diesmal. Kreuzkümmel als Gewürz und dann ein bisschen Säure mit von der Zitrone, vom Sauerkraut, ein bisschen Limette, angekannte Sonnenblumenkerne und ein bisschen Salz halt auch. Ja. Gute Mischung. Ja. Hier haben wir noch ein bisschen Chips zum Knabbern aus Grünkohl und Palmkohl. Und hier Scirocco Carotti mit gekeimten Mungbohnen, Möhren, Frühlingszwiebel und eine Soße aus geschälten Hanfsamen, Knoblauch, Kokosmus und Gewürzen. Dann haben wir noch ein paar Plätzchen, also geht auch ein rohveganes Plätzchen. Und hier wie eine Art Couscous-Salat aus Pastinaken mit Erbsen, Rosinen, Paprika, Garam Masala. Auch ein sehr köstlicher, sättigender Salat. Das sind Linsenköfte, schmecken auch sehr wunderbar, herzhaft mit einem cremigen Mandel-Knoblauch-Dip. Wundervoll. Dann hier noch ein bisschen was Grünes, Chlorophyll, das ist Erbsengrün, dann eine große Portion Feldsalat, dann haben wir noch ein bisschen Posteleien und das sind rohvegane Snickers. Nach Christian, genau. Ganz einfach aus ganz weichen Datteln mit rohen Erdnüssen und dann gibt es einfach noch eine Schokoklasur darum und dann werden die 24 Stunden ins Tiefkühlfach gelegt, damit die auch so die Snickers-Konsistenz haben. Genau, von Christian Raw Spirit hat diese wundervolle Inspiration gegeben. Ja. Dann gibt es hier noch ein bisschen Weihnachtsschokolade. Das ist, ich glaube, die gleiche Schokolade, wie hier auf diesem Lebkuchen ist, mit einem ätherischen Öl, Thieves. Und da ist Zimt, Nelke drin, Eukalyptus, Zitrone und, was war es noch? Nee, Zimt, Nelke, Eukalyptus, Zitrone, Rosmarin. Aber das kann man auch als Weihnachtsschokolade, für Weihnachtsschokolade verwenden. Und hier sind jetzt noch marinierte Pilze. Ganz einfach mit vielen Kräutern, Sojasauce, Knoblauch, Zwiebel. Das ist unser rohköstliches Weihnachtsbuffet, tierleidfrei, gesund und vielfältig. Es ist jetzt nach 22 Uhr. Wir haben die letzten 5 Stunden damit verbracht, die Rohköstlichkeiten zu genießen, uns auszutauschen. Wir hatten wundervolle Gespräche, eine wundervolle harmonische Zeit, haben viel gelacht. Und ich freue mich einfach, mit so gleichgesinnten Menschen einfach eine wundervolle Zeit zu verbringen. Ich habe dann doch was Süßes gegessen. Ich habe dann doch Kakao zu mir genommen. Ich habe ja schon am Anfang des Videos erwähnt, dass ich heute wenig geschlafen habe. Und dann überrollte mich eine Welle der Müdigkeit. Und dann haben wir uns rohköstliche, wundervolle Schokolade geteilt. Die möchte ich euch auch sehr ans Herz legen. Die gibt es in Bioläden, Nukao. Gibt es verschiedene Sorten. Unser Favorit ist Haselnuss, es gibt auch noch Kokoszimt, Berberitze und Espresso. Aber das ist wirklich meine absolute Lieblingsschokolade und die habe ich mir heute mal gegönnt. Und wenn ich Kakao esse, dann regt mich das sehr an, putscht mich ein bisschen auf und ich kann dann einfach weiter die Zeit mit meinen Freunden genießen und werde den Schlaf in den nächsten Tagen einfach nachholen. Ich habe mich jetzt in die Küche zurückgezogen, ich habe jetzt noch meine Sprossen gespült und Sonnenblumenkerne eingeweicht und ich zeige euch jetzt mal mein Sprossenregal, was sich in den letzten Wochen enorm vergrößert hat. Mein Sprossen- und Grünkrautregal hat sich in den letzten Wochen vergrößert. Jetzt habe ich noch mehr Platz für grüne, lebendige Nahrung. Und das, was ihr hier seht, was hier so wächst, das ist Grünkraut und das sind grüne Gräser. Hier oben, das ist Erbsengrünkraut. Dann haben wir hier grüne Gräser, Gerstengras, Weizengras, Kamut. Hier ist auch nochmal Erbsengrünkraut, hier auch. Und hier, diese Gräser habe ich schon einmal geerntet. Das könnt ihr vielleicht erkennen, da habe ich ein bisschen unregelmäßig abgeschnitten. Und hier wächst auch noch Kamut, Weizengras, Gerstengras und hier ist auch noch mal Weizen. Dann habe ich hier Erbsengrünkraut, das haben wir heute geerntet. Das wird Sonnenblumenkerngrünkraut, auch ein sehr saftiges, sehr bekömmliches
Grünkraut. Hier haben wir auch noch ein bisschen Erbsengrünkraut. Und schaut euch das mal an. Ganz junges Erbsengrün. Und ich erfreue mich jeden Tag, wenn ich in die Küche komme. Jeden Morgen ist das Grünkraut oder sind die grünen Gräser noch ein Stück weiter gewachsen und erfreuen einfach mein Herz. Und hier, das sind Alfalfa-Sprossen. Und hier auf meinem Tisch habe ich auch nochmal Alfalfa-Sprossen. Hier habe ich gerade Sonnenblumenkerne, ungeschälte Sonnenblumenkerne eingeweicht. Da wird auch Grünkraut rausgezogen. Und hier in diesem Glas befinden sich Boxhornklee-Sprossen. Die lasse ich so lange wachsen, bis sie grüne Blättchen bilden. Und dann presse ich mir meistens einen Saft damit. Und hier habe ich auch ganz wundervolle Sprossen, aus denen ich dann Grünkraut ziehe. Das werden grüne Rettichsprossen. Erfahrungsgemäß wird ja oft bei Potlucks oder solchen Treffen wie heute, wo vielfältigste Rohkost aufgetischt wird, mehr gegessen, als eigentlich benötigt wird. Und aus diesem Grund habe ich jetzt hier so eine Cassia Fistula-Stange aufgebrochen. Ihr seht da hier diese Blättchen drin. Und diese Blättchen haben eine abführende, blutreinigende und zellreinigende Wirkung. Ich werde auf alle Fälle in den nächsten Wochen, Monaten nochmal ein separates Video zum Thema Cassia Fistula und die abführende und entgiftende Wirkung machen. Es gibt auch schon hier ein Video auf meinem Kanal. Ich habe vor einigen Jahren eine Fastenkur gemacht und im Rahmen dieser Fastenkur habe ich in einem Fastenvideo auch mal kurz etwas zur Cassia Fistula berichtet. Da wird es noch auf alle Fälle ein ausführlicheres Update geben. Und da wir heute alle ein bisschen mehr gegessen haben, als wir eigentlich benötigen und das natürlich auch die Verdauung träge macht, werden wir morgen einen Cassia Fistula-Tag einlegen. Ich werde jetzt hier diese Plättchen aus dieser Stange herauslösen, werde diese Plättchen über Nacht in Wasser einweichen und dann kann man diese Plättchen nochmal durch ein Sieb geben und hat man dann so ein Cassia Fistula-Wasser. Das ist so ein dunkles und schwarzes Wasser, das schmeckt ein bisschen wie Lakritz. Da kann man das trinken und das ist immer ganz individuell, aber nach ein paar Stunden geht es dann praktisch von oben nach unten durch. Da wird die Verdauung angeregt und der Darm ein bisschen aufgeräumt. Und das ist immer eine gute Empfehlung und ein guter Tipp, gerade wenn man mal ein bisschen mehr gegessen hat, als nötig ist. Und gerade ich habe in den letzten Tagen auch gefastet und dann merke ich immer sofort, wie so ein Stoppschild sich im Darm aufbaut, sich da gar nichts mehr bewegt, gerade wenn man fastet und dann nur Monomahlzeiten isst, leichte Kost und isst dann vielfältigste Speisen durcheinander, dann merkt man schon, dass die Verdauung ein bisschen träge wird und das ist einfach ein wundervolles Mittel, die Cassia Fistula. Die Cassia Fistula beziehe ich bei Überorkos oder auch bei Florian Sauer. Bei Florian Sauer kann man diese Plättchen schon herausgelöst bestellen, ist auch eine wundervolle Sache, würde ich jedem empfehlen, auch fürs Fasten eine geniale Möglichkeit, auch zusammen mit dem Einlauf kann man wundervoll seinen Darm entlasten und teilweise entleeren. So, ich werde jetzt zur späten Stunde noch den Kochlöffel schwingen. Ich werde jetzt noch einen veganen Gulasch kochen. Morgen kommen ja meine Jungs wieder und von meinem ältesten Sohn Simon ist das absolute Lieblingsgericht und ich möchte ihn mit diesem Rezept überraschen. Und dieses Rezept habe ich auch erst vor ein paar Wochen auf La Palma kennengelernt. Vielleicht könnt ihr euch an das Video erinnern mit den zwei Reisenden, die seit 2 Jahren mit einem Van durch Europa reisen. Und von den beiden habe ich dieses Rezept und das habe ich für meinen Sohn nachgekocht und er war hellauf begeistert und da werde ich ihn morgen am ersten Weihnachtsfeiertag damit überraschen. So, das war's von mir. Ich hoffe, ihr konntet euch einige Inspirationen aus diesem Video mitnehmen. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Macht's gut, eure Silke.